Hi Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play, und zwar geht es heute wieder um das Update, denn es kam ja heute raus, beziehungsweise gestern kam es raus, ich habe das Video heute noch gestern gemacht. Und ja, wir fliegen wieder mal, leider wieder allein, aber ich denke, wir werden noch mal zu zweit, dann mit Johnny werde ich noch mal fliegen. Und ansonsten kam ja nichts Neues bisher zum Update, denn die neue Render Engine, die kommt erst später, so wie ich das mitbekommen habe. Die ist noch nicht dabei, das heißt, die besseren FPS und die schönere Grafik, also schönere Shader, ist noch nicht dabei. Oh, nice, Leute, das ist natürlich krass gerade gewesen. Ich habe ihm einfach den Headshot gegeben. Da ist einer, den holen wir uns. Wir fliegen einfach mal ein bisschen mit der Deutschen. Ich kann mir den Namen einfach nicht merken, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Und den holen wir uns, glaube ich. Also das Teil geht schon. Die kleinen Flugzeuge, die rasseln mal richtig schön. Also vielleicht haben wir Glück und treffen den Typen noch. Sehr unwahrscheinlich. Da ist ja noch einer. Oh, wow. Komm. Okay, gut. Du kriegst uns nicht, Freundchen. Du kriegst uns nicht. Wir holen uns den. So, weh, du fliegst nämlich rein. So, und jetzt den Glück. Irgendwann. Komm schon. Ach. Wo ist er hin? Ah, ist abgezogen. Schade, aber den holen wir uns noch. Einen haben wir ja schon. Ah, das Flugzeug ist schon cool. Es macht Spaß. Zu zweit ist es ein bisschen schwierig, muss ich ehrlich sagen, wenn man sich nicht eingespielt hat und nicht alles so gut funktioniert. Aber wenn es dann erstmal klappt, dann macht es richtig fett. Das muss man mal klar und deutlich sagen. Jawohl, den haben wir. Sehr schön. So macht das Spaß. Okay. Also ich finde es auf jeden Fall richtig cool, dass man zum MG wechseln kann, zum hinteren. Das wäre nämlich richtig doof, wenn es nicht geht. Aber so macht das echt richtig Spaß. Komm schon. Yeah. Hä, haben wir jetzt... Ach, viel Hilfe. Ich dachte schon, irgendwie keiner hat sein. Komm, kriegen wir auch noch. Hier. Sind wir uns einer? Tatsächlich. Nein. Was? Oh Leute, sowas kann ich nicht leiden, ey. Ganz ehrlich. Also sowas kann ich nicht leiden. Komm. Aber das macht doch schon mal richtig Spaß. Ich hätte nicht gedacht, dass es so cool ist, aber der Headshot am Anfang war schon das Beste am ganzen Game. Jo. Was aber ziemlich schwierig ist, Infanterie am Boden wegzuholen. Ich weiß nicht, habe ich noch nicht, muss ich ehrlich zugeben, ich habe es noch nicht hingekriegt. Es ist halt auch kaum, dass man mal so einen auf der freien Fläche sieht, denn sonst ist es ziemlich schwierig. Es ist ein bisschen schade, dass das MG hinten nicht irgendwie so AE oder so geschossen hat. Und vielleicht wäre das ja unlogisch. Na, können wir dem vielleicht ein bisschen geben. Na, Mist. So. Vielleicht kriegen wir das mal. Ja, sehen, wie schnell man so ein Teil runterholt. Bin nicht ganz sicher, ob das jetzt schneller geht. Okay, das muss eigentlich schon vorher irgendwie von jemand getroffen sein worden, weil das ging jetzt ziemlich schnell. Das wäre heftig, aber naja. Gut. Da haben wir schon unser nächstes Ziel. Verwundet, Leute.
Allerdings kommt Tara, ist also nicht so schlimm. Komm jetzt durch Schaden und jawohl, ich habe nochmal richtig aufs Gas gedrückt. Und das hat funktioniert, da haben wir noch gekriegt. Hinter uns. Bin ich, kommt er nochmal hoch? Nee. Wo ist er jetzt? Direkt hinter uns. Wow, er qualmt, dann holen wir uns den doch jetzt. Komm, gern's MP. Nein. Jo, wahrscheinlich. Das darf jetzt nicht sein. Jetzt. Wo ist er? Wo ist er? Links. Jawohl, den haben wir. Okay. Hoch, 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 hoch. Und der ist außerhalb der Map. Die können nicht abspringen. Das heißt, wir müssen beide. Oh, war nur einer drin. Ich dachte, da wären zwei. Der ist wahrscheinlich. Oh, wir stürzen ab, wir stürzen ab, wir stürzen ab. Wir packen es. Sehr schön. Okay. So. Da hinten ist wieder einer, aber wir müssen es erstmal reparieren. Hoffentlich hat er uns jetzt nicht gesehen. Oh, wir haben schon das letzte Missionsziel. Das ist natürlich ein bisschen schade. Wenn das jetzt rum ist, dann hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Ist ziemlich kurz, aber ich denke, war eine ziemlich nice Runde. Und ansonsten, bis zum nächsten Video. Es wird auf jeden Fall noch mehr zu diesen Flugzeugen und so kommen. Vor allem, wie wir zusammenspielen und halt versuchen, mal ordentlich was zu reißen. Also wir haben 4 Kills gemacht. Wie viele Flugzeuge? Wir haben 4 Flugzeuge zerstört, aber da waren noch ein paar coole Sachen dabei. Vor allem als Alleingänger, ne, dass wir halt immer ans MG gewechselt sind. Auf jeden Fall eine coole Sache, müsst ihr auch versuchen. Und dann kann ich nur noch mal sowas. So, wir wollten ja mal so mit unseren Abonnenten, also mit euch wollten wir mal zusammenspielen. Wir haben noch keinen genauen Termin, aber es wird wahrscheinlich in nächster Zeit vorkommen. Da wollte ich auf jeden Fall schon mal drauf hinweisen. Wahrscheinlich an irgendeinem Wochenende oder in den Ferien. Wir werden dazu auf jeden Fall nochmal ein extra Video machen, wo wir darüber sprechen und das auch demnach im Titel halt benennen. Und da wäre es echt cool, wenn ihr wirklich dabei seid und dann vielleicht, dass wir mal so richtig fetten Spot aufmachen können oder zwei und der andere den dann halt folgt oder wie auch immer. Mal sehen, oder vielleicht richtig Krieg spielen können oder vielleicht irgendwas ausprobieren können, einfach ein bisschen Fun haben können. Und ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte ein Like da und dann bis zum nächsten Video. Ciao Leute! Thank you.